Stimme von Sing Meinen Song. Sie ist die Frontfrau einer Metalband. Power pur. Ihr Leben ist so laut. Ihr Leben ist so leise. Wie kann jemand so weich und gleichzeitig so hart sein? Eine Geschichte über ein Leben voller Gegensätze und der Suche nach der eigenen Mitte. Flor weiß, wie es ist, wenn die Balance verloren geht. Alles war nur schwarz und ich konnte nicht denken und ich hatte Angst, ich kann nicht Luft holen. Jetzt war zu viel. Die konnte nichts, die wollte nichts, keine Energie. Alles, was sie davor gewollt hat, Musik machen, war alles verschwunden. Flor Jansen erzählt von ihrem Weg aus der Dunkelheit und dem, was ihr Leben heute ausmacht. In ihrem neuen Zuhause in Schweden und in ihrem Heimatland Holland. Ja, oh, wow. Ich würde meine Schwester als jemanden beschreiben, der für das eintritt, woran er glaubt. Sie fühlt, was sie für ein erfülltes Leben braucht. Die zwei Welten im Leben von Flor Jansen. Wir folgen einer unerwarteten Einladung in die Einöde Schwedens. Zu einem Haus mit einem 5,5 Hektar großen Grundstück. Mitten im Nirgendwo. Hier lebt Flor Jansen, den Gegenentwurf des hektischen Tourlebens. Freya, so musst du das machen. Mit den Fingern. Mit den Fingern. Ich habe einen Mund gemacht. Dann hol die Steine. Jetzt wird das magisch. Magie für die Kamera. Quality Time mit der Familie. Freya, benannt nach der nordischen Göttin der Liebe, ist die gemeinsame Tochter von Flor und ihrem Mann Hannes. Sie ist 5 Jahre alt. Any parent would say that it's the best thing in the world. But that's also because it's true. It is. Becoming a mom, that's probably still, it's still again on another level. And it's as cheesy as it sounds, it's simply true. There's nothing like it. Der Liebe wegen zog es Flor an die schwedische Westküste. Sie ist mit dem Schweden Hannes van Dahl liiert, Schlagzeuger der Metalband Sabaton. 2013 lernten sie sich kennen. 2016 heirateten sie und ein Jahr später brachten sie ihre Tochter zur Welt. Als Mutter ist sie sehr einfühlsam. Sie erkennt Dinge, die unsere Tochter betreffen, viel früher als ich selbst. Das ist eine echte Stärke, dass sie das kann. Ich glaube, sie hat eine Menge Geduld, was gut ist, auch für mich, für uns. Als Mutter ist sie großartig, absolut großartig. Awesome. Absolutely awesome. Ich will Mutter sein, ich will Sängerin sein, ich will zu Hause sein, im Wald gehen. Und wenn ich alles machen kann, dann fühle ich mich gut. Und das hatte ich schon immer gehabt, dass ich die Balance immer haben will. Die Suche nach Balance, das ist das Lebensthema von Flor Jansen. Sie kommt in den 80ern in den Niederlanden zur Welt. Schon in der Kindheit ist Flor anders, auffällig anders. Sie muss von Anfang an lernen, damit umzugehen. Flor lebt seit 5 Jahren in Schweden, 1200 Kilometer von ihrer holländischen Heimat entfernt. Und doch hat sie bis heute einen engen Draht zu ihren Eltern. Hey, guten Tag. Oh, auf Deutsch.
8 Wochen vor ihrer Reise zum Tauschkonzert nutzt Flor Jansen die Zeit, um Deutsch zu lernen. Mit ihrem Vater Paul. Ein bisschen mehr Deutsch reden. Ich muss ein bisschen besser Deutsch lernen. Aber das ist nur zwei Monate bis sing meinen Song. So, das ist nicht so viel Zeit. Und ich brauche mehr Übung. Das ist sehr schön und wir können reden ein bisschen Deutsch zusammen und ein bisschen Übung machen. Für Flor ist ihr Vater bis heute ein wichtiger Begleiter und Ratgeber. Paul Jansen ist pensionierter Wirtschaftsmanager. Er lebt mit seiner Frau, Flors Mutter, in Holland nahe der deutschen Grenze. Dass es immer möglich ist, um Rat zu fragen. Ich bin für immer seine Tochter. Und ihr kennt mich wirklich. Flor Jansen wird im Frühjahr 81 nahe Tilburg geboren. Eine behütete Kindheit an der Seite ihrer älteren Schwester Irene. Doch für den Wohlstand des Elternhauses zahlt sie einen Preis. Wegen der Arbeit auf meinen Vater sind wir viel umgezogen. So, wenn ich 15 war, war das der 4. Mal. Es ist nicht so einfach, jeden Mal neu anzufangen, neue Leute zu treffen. Ständig umziehen. Mit 3 Monaten, mit 4 Jahren, mit 7, mit 15. Flor ist immer wieder die Neue. Ihre Mitschüler lassen sie das spüren, verspotten sie. Das war kein körperliche Gewalt, nur was sie immer sagen. Sie imitieren meine, wie ich spreche. So, it wasn't the worst what they said, it was the worst that they would never accept me. Ihre Eltern machen sich Sorgen, auch weil sie wissen, wie nahe Flor alles geht. Sie ist besonders sensibel. Flor wurde gemobbt, ich denke, weil Herr Flor war anders. Flor kam nicht aus diesem Dorf. Flor sprach nicht das Akzent und Flor war persönlich anders. Flor war Flor, wollte sich nicht anpassen und hochsensibel. Und Kinder merken das. Und dann, wenn man anders ist, wird man gemobbt. Das hat Flor doch richtig wehgetan, diese Mobbing. Sie haben mich immer das Gefühl gegeben, eine Außenseiter zu sein. Und dass ich hatte keine Chance, ein Teil zu werden. Und ich war, wie ich bin. Und das war nicht genug, das war nicht möglich. Hören, sehen, schmecken, fühlen. Für hochsensible Menschen ist alles intensiver, ihre Gefühle stärker ausgeprägt. Flor zieht sich zurück und sucht die Nähe zu Pferden. Das ist bis heute geblieben. Flor hat ein Pferd und ein Pony im hauseigenen Stall. Wenn ich zu meinem Pferd komme. Sie kann immer anfühlen, wie ich mich wirklich fühle. Es ist wie ein Spiegel. Jetzt, wenn ich nur mit einem Pferd bin, die ganze Zeit werde ich mehr und mehr entspannt. Und ich kann nicht etwas anderes auch gleichzeitig machen, nicht nur mit meinem Pferd zu sein. Als Teenager entdeckt Flor noch etwas, das ihr Kraft gibt. Die Musik. Ihr Vater bringt ihr Gitarrespielen bei. Wenig später bekommt sie eine Hauptrolle in einem Schulmusical und singt zum ersten Mal vor Publikum. Meine Frau und ich, wir werden diesen Moment nie vergessen, weil Flor stand da und wenn die anfängt zu singen, änderte sie sich, sie strahlte, sie war nicht nervös und sie hatte tolle Stimme, selbstbewusst, anderes Kind. Flor findet im Metal ihr Ventil. Auf einer Party fragen Jungs sie, ob sie in deren Band einsteigen will. After Forever. Ich liebe wirklich Metal. Es ist etwas dramatisch und dynamisch, was ich immer liebe. Und
Und ich weiß nicht, vielleicht auch, das ist keine Musik für alle. Und vielleicht hat es mir gepasst, dass ich ein Teil werden könnte auf eine, und ja, eine Gruppe Menschen, die auch nicht wie die anderen Leute sind. Vielleicht war das das auch. Ein Befreiungsschlag, der bis heute währt. Seit über 20 Jahren ist Flor Jansen nun erfolgreich mit ihrer Musik und überzeugt mit ihrer Stimmgewalt bei Sing Meinen Song. Flor, ja. Sie ist so cool, die hat so viel drauf. Ja, ich finde es wirklich absolut beeindruckend. Gleichzeitig so eine bodenständige Persönlichkeit und absolut nahbar. Und wenn sie singt oder auf die Bühne geht, plötzlich so unnahbar und godlike. Ich, dich gibt's nur einmal. Du bist ein Kunstwerk gesteckt in deiner DNA. Was findest du so faszinierend an ihr? Das ist die Queen of Metal. Na, ihre Stimme ist unglaublich. Also einfach wirklich nur unglaublich. Es ist eine Naturerscheinung, wenn sie singt. Ja, also man sieht sie nicht einfach singen oder hört sie singen, sondern man wird Zeuge dessen. So beeindruckt bei Flo, weil sie hat so eine krasse Stimme. Sie kann alle singen. Und sie singt immer, jedes Moment, wenn wir fahren, ist eine Flo-Radio. You know, ist immer eine so schön. Sie ist halt einfach jemand, der einfach unfassbar singen kann. Und da ist eine richtige Technik da, während wir ja alles so, also nicht alle, aber ich bin eher so ein narrativer, wie Udo sagen würde, Kurztonsänger. Wir sind eher so Kurztonsänger, ne? Ja. Den hast du aber gut drauf. Genau. So, wir erzählen eher so. Und wenn der Tag gut ist, ist die Stimme auch gut, aber sie hat halt richtig Technik. Ja. Und wir wollen Gesangsunterricht bei ihr nehmen, eine Stunde. Ja. Flor beeindruckt mit Ausnahmestimme und Powershow. Hinter den Kulissen des Tauschkonzerts erlebt Backstage-Reporterin Laura Dahm eine andere Seite. Flor, die Nachdenkliche, die Momente der Ruhe sucht. Wie ist das bei dir? Ist ja auch so ein Thema, so die Balance zu finden. Wie ist das jetzt hier für dich? Wie sehr vermisst du deine Familie schon? Ja, natürlich vermisse ich meine Familie und alles zu Hause. Aber nach 2 Jahren nur zu Hause ist es wirklich, wirklich schön, ja, etwas in ein anderes Land zu sein und Musik zu machen. Meine Wolf, ich sage immer, meine Karriere-Seite, seine wie eine Wolf, a Wolf. Needs to come out. Und die andere Seite ist mein Hund. Immer zu Hause ist ein Wolf. Okay, hier ist ein Wolf. Wolf? Ja. Ja. Und hier ist mein Hund. Und die Wolf ist hungrig und will wieder raus. Wie fühlst du dich denn so innerhalb der Gruppe? Ich bin ein Teil, aber ich bin auch die Holländerin. Mhm. Gleichzeitig ist es nicht wichtig, ob ich eine Frau bin oder deutsch oder nicht deutsch, wir sind alle Künstler. Ja, ich habe das Gefühl, dass die anderen mich wirklich wie international Sängerin sehen. Gleich, wenn das Leben aus der Balance gerät. Flor Jansen über ihre Lebenskrise. Wenn ich zu Hause komme, habe ich meinen Arzt wieder gefragt, warum kann ich nicht funktionieren? Und da hatte er gesagt, es ist besser, dass du nicht arbeitest. Ja, wir haben es gespürt. Flo war richtig, richtig krank davon. Die war schon müde, wenn sie aufstand. Jansen hat beim Tauschkonzert eine Outsiderrolle als Holländerin und Metal-Frontfrau. Doch als die Anfrage kam, fackelte Flor nicht lang.
Neues zu wagen, macht sie aus. Beruflich wie bei der Entscheidung für ihren privaten Rückzugsort. Vor 3 Jahren zog Flor zum 9. Mal um, nach Schweden. Zuletzt lebte sie in Holland, dann in Finnland. Der Liebe wegen ist nördlich von Göteborg ihr neues Zuhause, in der Natur, wo der nächste Nachbar 3 Kilometer entfernt wohnt. Camilla is my neighbor here. She lives just 5 minute drive away, or 20 minutes walk through the woods. And she's my age. We've been sharing our love for horses. It's been very nice to have somebody nearby that shares my love for horses. And yeah, even though we're, I think, quite different, it doesn't really matter. Hallo Flora, schön dich zu sehen. Hallo, wollen wir einen Kaffee trinken? Ich habe Kuchen mitgebracht. Wie schön, komm rein. Ich habe dein Buch dabei, das du mir geliehen hast. Ja, genau, ich kann es nehmen, danke. Oh, Schokomakarons, die liebe ich. Woher wusstest du das? Wirklich? Ja, wirklich. Ich auch. Ich weiß noch genau, als ich Flor kennenlernte. Sie kam auf einem Pferd mit einem anderen Pferd im Halfter in meinen Garten geritten. Mein Mann rief mir zu, da sind Pferde im Garten. Und ich, Pferde. Und ich habe meine Chance genutzt und gefragt, ob ich mit dem Pferd spazieren gehen kann. Und sie sagte, na klar. Aus dem ungewollten Ausritt in Nachbars Garten ist eine Freundschaft gewachsen. Auch weil Flor nach ihrem Umzug sofort Schwedisch lernte. It's nice to feel that I can be that also, 100% me, and call this part of Sweden my home now. I can be 100% myself. Es fühlt sich ein bisschen komisch an, dass ich eigentlich jetzt auf Tour wäre. Oh ja, stimmt. Im November und Dezember war Europa geplant, oder? Aber da war doch noch irgendwas anderes. Das ganze Jahr war doch eigentlich geplant, oder? Ja, eigentlich ja. Wir wären ja nach China und Australien gefahren. Ach Gott, ja. Wie schade. Schnee statt Welttournee. Amsterdam, Peking, Sydney. Alles abgesagt. Seit Januar 2020 wurden alle Nightwish-Konzerte wegen Corona gecancelt. Die Gründungsgeschichte der Metalband Nightwish geht ins Jahr 1995 zurück. 17 Jahre bevor Flor Jansen als Frontfrau einsteigt. Wie schaffte es die Holländerin in Finnlands erfolgreichste Band? Und das zu einer Zeit, als sie selbst ihre schwerste Lebenskrise durchmachte und nichts mehr ging. Ein Burnout ist nicht etwas, man nur bekommt. Ah, ich habe etwas zu viel gemacht und jetzt bin ich müde. Das dauert, bis man wirklich, wirklich eine Burnout bekommt. Und das war für mich auch so. 2011 ist Flor Jansen Anfang 30. Sie arbeitet als Gesangslehrerin in Holland, singt nebenbei in einer Band. Aber sie fühlt sich nicht gut. Der Arzt hatte mein Blut abgenommen und geguckt und mein Herz und meine Lungen. Alles war immer super. Du bist gesund, Frau Jansen. Aha, okay, aber ich fühle mich gar nicht gesund und ich bin immer müde. Medizinisch scheint alles okay, doch Flor fühlt sich völlig kraftlos. Ich verstehe nicht, warum. Ich bin 31 und ich bin jung und hatte eine gute Kondition. Warum bin ich immer müde? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und hatte immer nur weitergearbeitet. Sie setzt sich selbst unter Druck, hat das Gefühl, sie muss funktionieren. Doch der Körper streikt. Ich hatte 15 Halsinfektionen gehabt. Hatte es schwer, Luft zu holen. Ich
war in einem Café, nur einen Kaffee zu trinken. Und da war das erste Mal, dass ich wirklich nicht weiter könnte. Alles war nur schwarz und ich konnte nicht denken und ich hatte Angst, ich kann nicht Luft holen. Jetzt war es zu viel. Wenn ich zu Hause komme, habe ich meinen Arzt wieder gefragt, warum kann ich nicht funktionieren? Und da hatte er gesagt, vielleicht hast du ein bisschen zu viel gearbeitet. Really? Okay, was bedeutet das? Muss ich jetzt nicht arbeiten, weniger arbeiten? Ah, das ist besser, dass du nicht arbeitest. Okay. Und wie lange nicht? Vielleicht einen Monat. Aus einem Monat werden 1,5 Jahre, in denen Flor sich erholen muss. Sie sagt alles ab, zieht sich komplett zurück und sucht die Nähe ihrer Eltern, lebt nicht weit von ihnen entfernt. Ja, wir haben es gespürt. Und ja, Flor war richtig, richtig krank davon. Die war schon müde, wenn sie aufstand. Die konnte nichts, die wollte nichts, keine Energie. Alles, was sie davor gewollt hat, Musik machen, war alles verschwunden. Eine sehr, sehr schwierige Periode, Stufe in ihres Leben. Gleich. Flor trifft durch einen Zufall die Liebe ihres Lebens. Hannes. Er ist mein Seelenverwandter. She likes whisky. Sie mag Whisky und Zigarren rauchen und sie ist Opernsängerin. Komm her, du gehörst mir. Und Heimatbesuch in Holland. Pferdekauf mit ihrer Schwester Irene. Goedemorgen, ben je een grote meid? Ich würde meine Schwester als jemanden beschreiben, der für das eintritt, woran er glaubt. Herbst 2012. Flor geht es allmählich besser. Sie feiert die Hochzeit ihrer Schwester Irene. Da bekommt sie einen Anruf, der ihr Leben verändern wird. Da hat der Nightwish mich angerufen. It was back in the fall of 2012. Es war im Herbst 2012. Die Band war im Überlebensmodus. Wir mussten schnell eine neue Sängerin finden. Innerhalb von 48 Stunden. Flor war die einzige Option. Am Telefon der Manager von Nightwish. Schon damals eine der Metal-Bands der Stunde. International erfolgreich. Die Finnen sind zu dem Zeitpunkt auf Amerika-Tournee und bitten Flor, als Sängerin einzuspringen. Sofort. Wir haben ein Problem mit unserer Sängerin. Wir können nicht wieder arbeiten zusammen und kannst du nach Amerika abreisen. Heute. Zum Glück hatte sie Zeit, war voll motiviert und hat uns eine Chance gegeben. Der Rest ist Geschichte. Eine einmalige Chance, verbunden mit der Angst, sich nach der langen Krankheitsphase zu überfordern. Flor traute sich zu. Flor bleiben nur 48 Stunden, um nach Amerika zu reisen und 15 Nightwish-Songs auswendig zu lernen. Und dann mit der fremden finnischen Metalband auf die Bühne zu gehen. Ich hatte nie einen Nightwish-Song gesungen. Und Nightwish-Songs sind auch nicht so einfach, lang und kompliziert, sehr schön, aber kompliziert, viele Texte. Und es ist nicht nur, was ich singen muss, aber auch wo in einem Song. Oh, ja, das war wirklich, wirklich, wirklich viel. Ich hatte die Texte direkt mitgenommen und die ganze Zeit am Flug auch die Musik angehört und versucht, die alles zu lernen. Der 1. Oktober 2012, am Vorabend noch auf der Hochzeit der Schwester, plötzlich Backstage in Seattle.
Die Band hält diesen Moment mit der Kamera fest. Eine kaum vorstellbare Herausforderung für Flor Jansen. Sie selbst weiß zu dem Zeitpunkt nicht, ob sie nur in Vertretung singt oder Chancen hat, die neue Sängerin von Nightwish zu werden. Ich hatte keine Ahnung, wo ich war. Ich werde auch ein bisschen krank. Körper wirklich, was machst du jetzt? So, auch meine Stimme war nicht ganz da. Nur 50% funktionierte. Oh. Das Metal-Publikum ist durchaus sensibel, wenn Bandmitglieder wechseln. Besonders bei einer Kultband wie Nightwish, die zu dem Zeitpunkt seit 17 Jahren besteht. Flor muss sich die Akzeptanz der Nightwish-Fans erst ersingen. And I do need to make an introduction here, because we got some new blood here doing the work of the... We got our Flying Dutch woman, Flor Jansen. Please welcome her. And while she was flying to stage, she also brought you some presents, which we are going to be giving to you now. Well, this one is a really nicely wrapped box. It's full of really nice things. Wir waren so glücklich und erleichtert, dass es funktionierte. Die Reaktion des Publikums war herzerwärmend. Jeder hat begriffen, was los ist. Jeder hat Flor unterstützt und hat die wirklich schwierige Situation erkannt. So kurzfristig zur Band zu kommen und ihr Bestes zu geben und es perfekt hinzubekommen. Already then almost nailing it perfectly. So, wow. Awesome! Fantastic, marvelous, amazing. Maybe even better! I was saying, such an incredible high. It's such an incredible high. Cheers. Der Spontanauftritt von Flora schlägt ein wie eine Bombe. Mit Nightwish gibt sie im Anschluss weitere Konzerte in Südamerika, Australien, Asien und Europa. Wunderbares Gefühl und auch wirklich, dass wir das zusammen gemacht haben. Ja, das, wir hatten die Challenge, das hatten wir zusammen und wir haben das auch zusammen geschafft. Und das hat es wirklich mehr zueinander gebracht. 2013 verkünden Nightwish offiziell, dass Flor Jansen ab jetzt fest zur Band gehört. Einen bekannten Song der Band hat sie selbst umgetextet. 80.000 Metal-Fans in Wacken feiern ihre Version von Ghost Loves Gore. Das ist ein schönes und besonderes Lied, aber ich habe es auch ein bisschen geändert. Ich singe es ein bisschen an meine eigene Art und unsere Fans liebten das. Aber das war ganz magisch. Und auch, ja, Ghost Loves Gore,
besonders das Ende auf das Lied sehr dramatisch und ich singe das immer mit alles, was ich habe, sehr Fehlgefühl und ich glaube, dass die ganze Welt das auch anfühlt. Mit der neuen Rolle als Leadsängerin von Nightwish überwindet Flor ihren Burnout. Beruflich ist sie fortan in der Erfolgsspur. Privat sucht sie noch das Glück. Und verdankt es einem Zufall, dass sie ihre Liebe findet, als sie selbst überhaupt nicht damit rechnet. Ich komme ein Stück näher. Inzwischen ist Flor seit 6 Jahren mit dem schwedischen Schlagzeuger Hannes van Dahl verheiratet. Alles begann 2014 mit einer schicksalshaften Begegnung. Flor ist zu der Zeit viel unterwegs und lebt der Band zuliebe in Finnland. Ich emigrierte zu Finnland. Und ich hatte ein schönes kleines Haus gefunden und ja, okay, ich hatte das mache ich. Ich will ein neues Leben haben. Ich anfange neu. Und ich reise selbst, ich bin Single, das ist gut so. Nein, keine Männer. April 2014, Flor Jansen on the road durch die Vereinigten Staaten. Bei einem Konzert in Michigan begegnet sie backstage dem 9 Jahre jüngeren Hannes, der parallel mit seiner Band tourt. I was listening to Pantera. Ich habe Pantera gehört und Whisky getrunken. Flor geht vorbei, sie bleibt stehen und schaut in meine Garderobe. Hörst du Pantera? Und ich sage, hier kommt diese Opernsängerin. Kennst du überhaupt Pantera? Sie? Natürlich, das ist Volga Display of Power. Das war das Album, das ich gerade hörte. Woher kannst du das wissen? Ich liebe Pantera. Und du trinkst Whisky? Es war ein rauchiger Whisky. Und dann fragte sie mich, ob ich eine Zigarre mit ihr teilen möchte. Wir hatten so viel gemeinsame Interesse und Musik und das war fantastisch. Moment mal, sie steht auf Pantera. Sie mag Whisky und Zigarren rauchen und sie ist Opernsängerin. Komm her, du gehörst mir. Das war's im Grunde, jedenfalls die Kurzversion. Nach 4 Tagen war ich ganz sicher, ich habe meinen Mann getroffen. Love at first sight. Und ich hatte nie gedacht, dass das wirklich, wirklich war. Aber ja, okay. Flor und Hannes sind seit der US-Tour ein Paar. Vor 6 Jahren gaben sich die beiden das Ja-Wort. Für Flor ist der Schwede ihr Korrektiv. Er erdet sie. Es brennt. Gutes Holz. Ja, super schön. Es wird richtig warm werden. Er ist mein Seelenverwandter. Und er ist 9 Jahre jünger. Er hat eine alte Seele, glaube ich. Und so viel Ruhe. So dass, ja, das ist immer gut angefühlt. Hannes hütet Haus und Tochter in Schweden, als Flor in Südafrika ihren Abend feiert. Ein Abend im Zeichen des Metal. Und doch interpretieren die Künstlerkollegen die Nightwish-Songs in einem ganz neuen Gewand. Crave the machine, beaver the screen, zoom in for flag and misery, bleed some fixes. It was the night before and all through the world. No words, no dreams, and then one day. Der Auftritt von Clouseau. Er hat ja gesagt, er möchte sich einmal wie Flor Jansen fühlen und hat der so krass abgeliefert. Wie krass war jetzt Clouseau Jansen? Ja, so ich bin nur okay, wow. Ja, ich weiß nicht so gut, wie ich das sagen kann, aber
Ja, nur ich habe so viel, ich habe mich so gelebt gefühlt. Kanntet ihr Clouseaus Seite, Rock-Seite? Ich kannte Clouseaus Rock-Seite nicht. Nochmal eine andere Zeitreise und irgendwie so ein, weiß ich nicht, jugendlicher Teenager Clouseau steht barfuß in einem muffigen Proberaum, wo es nach Bier und Kippen stinkt, barfuß auf so einem dreckigen Teppich und denkt, er ist Kurt Cobain. Flors schwedisches Zuhause. Es gibt noch ein Projekt, das Flor momentan beschäftigt. Sie arbeitet an ihrer Solokarriere. Auch das schaffe Balance in ihrem Leben, sagt sie. Weil sie nur auf sich angewiesen ist und von zu Hause aus Musik machen kann. I started collecting ideas, and from there things have really been progressing in the course of the last, well, 1.5, 2 years. It was a really slow process, and I had to take that time to dare to really go from here, my poor playing, my relatively simple ideas, to really dare to say, okay, I can be part of a songwriting process for an actual solo album. Solo zu spielen, das war kein Plan, sondern wieder mal eine Fügung in Flors Leben. Der Auslöser liegt 3 Jahre zurück, als Flor bei Best des Sangers, der holländischen Version von Sing meinen Song, teilnahm. Nicht normal, echt nicht normal. Ich bin sprachlos. Über 17 Millionen Klicks bei YouTube. Ein Hit im Heimatland. Und eine Chance, die sich bietet. Habe ich das Zeug zur Solokünstlerin? It really gave me a big lift up and sort of presented the possibility of doing a solo career on a golden platter. You can do solo shows if you want. And I did and I sold everything out. Flor verkauft auf Anhieb 16.000 Konzerttickets. Sie geht mit Liedern ihrer Bandkarriere auf die Bühne, von After Forever bis Nightwish. Alles solo vorgetragen von ihr. There is a huge expectation to what I'm going to be doing. I cannot just kind of test the water a little bit. It's already there. So it has to be good. And I have one chance to get it right. The first impression is so important. So that pressure has been waiting on my shoulders for the last 2 years. Inzwischen arbeitet Flor an eigenen Songs. Schon bald soll ihr erstes eigenes Soloalbum entstehen. Hier kommen immer wieder neue Ideen. Wie wäre es hiermit, wie wäre es damit? Alle Ideen werden gesammelt. Und was soll ich damit machen? Okay, es wird ein Soloalbum geben. Und es gibt auch Ideen für Nightwish. Alles wieder im Gleichgewicht. Flors Heimat Holland. Am Stadtrand von Nijmegen fährt sie mit ihrer älteren Schwester Irene vor. Flor interessiert sich für ein Pferd, das auf diesem Bauernhof zum Verkauf steht. Wir sind in der Nähe, wo meine Schwester wohnt. Und wir hier zum Gucken auf ein Pferd. Warum? Ja, ich will ein neues Pferd haben. Und ich bin sehr gespannt, um Dara, so heißt sie, zu mir passen. It's an amazing coincidence, actually, because es ist eigentlich ein erstaunlicher Zufall. Sie hat nämlich auf einer Website gesucht, die Pferde in der ganzen Welt verkauft. Und dann hat sie eines gefunden, das 4 Kilometer von meinem Haus entfernt ist.
Unglaublich. Was für ein Zufall. Hoi. Floor. Frank Teunissen. Hoi. Hoi. Frank. Irene. Hoi. Nou, 1, 2, 3 kalven. Ja. Hondjes. Floor lässt sich bei ihrer Entscheidung von ihrem Gespür leiten. Nur wenn sie eine Verbindung zu dem Pferd fühlt, kommt ein Kauf in Frage. Shire Horses sind groß, gelten als lernfähig und nervenstark. Im Mittelalter waren sie bei Rittern daher sehr beliebt. Goedemorgen, wat ben je een grote meid? Ich hoffe, dass sie sehr nett ist, freundlich und neugierig und freundlich. Und ja, so schön, dass es schön ist, das ist wichtig, aber das ist nicht das Wichtigste. Ja, oh, wow. Wie ist der erste Eindruck? Ah, sehr gut. Die Augen sind so wichtig. Dass sie freundlich sind. Ja, danke. Ja, oh, danke. Sehr freundlich und sehr groß. Das Pferd kostet viel Geld und ist doch ein Invest für die Balance im Leben. Reiten in der Natur, bedingungsloses Vertrauen, sich aufgehoben fühlen. They look very pretty, don't they? I mean, sie sehen sehr hübsch aus, nicht wahr? Man könnte meinen, dass eine große Person auf einem großen Pferd eine riesige Kombination ergibt. Sie sehen perfekt aus. Ah, oh, here we go. Oh, je rijdt er leuk op weg, hoor. Du machst das gut. Findest du? Ja. Sieht heel relaxed aus. Sieht so einfach aus. Ich weiß, dass es nicht immer so einfach aussieht, aber sieht so einfach aus. Das ist schön. The feelings are really good. The things I wanted to feel, they are there. So, you know, feel safe, feel comfortable, feel that she is the gentle giant as this breed describes, but still with a personality that is not, you know, there's still enough fire in her. Eine Stunde lang hat Flor das Pferd Probe geritten. Spürt sie eine Verbindung zu Dara? Sag ihr bye bye. Okay. Auf Leben. Ja, oh hier. No, no. I think I need to give myself the time to think and not to let the only feelings decide. But the feelings are very important. So I need to go home and let it all sink in. Yeah, I think with big decisions like this, you shouldn't make them on the spot. It's a huge thing. It's a huge responsibility. Inzwischen hat sie eine Entscheidung gefällt. Shire Horse Dara ist in Schweden angekommen und fühlt sich wohl im neuen Zuhause. Für Flor ein Grund mehr, sich in die Natur zurückzuziehen. Ich würde meine Schwester als einen Menschen beschreiben, die für das eintritt, woran sie glaubt. Nicht unbedingt, was sie will, aber woran sie glaubt, wofür sie steht, was sie für ein erfülltes Leben braucht. Und sie denkt wirklich an jeden Aspekt davon. Ein erfülltes Leben. Flor Jansen hat zu sich gefunden. Sie tourt um die Welt und findet ihre Balance hier, in der Natur Schwedens, mit den Tieren, mit ihrem Mann Hannes und mit Tochter Freya. Warte mal, Liebling. Wollen wir versuchen, es nicht überall zu verteilen? Nur auf mein Bild. Ich kann Handschuhe machen. Jetzt ist es fertig. So schön. Familie geht vor. Alles andere kann warten. Und Flora liebt es, zu Hause zu sein. She loves being home. Es ist immer wichtig, anzufühlen, wie ich mich wirklich fühle. Manchmal ist es wirklich notwendig, Nein zu sagen. Nein, aber oder nein, nicht jetzt. Ich habe immer etwas zu tun und ich liebe das auch. Und dass ich jetzt weiß, was wichtig ist für mich auch, mich besser zu fühlen, dass ich manchmal wirklich draußen sein muss, dass ich ein bisschen Natur brauche,
Das ist etwas, was ich jeden Tag brauche. Und so kann ich das machen, so kann ich Nightwish machen und eine Tochter haben, sing meinen Song machen, eine Solo-Karriere haben und eine bessere Balance haben.